Heute sprechen wir über eine Revolution im E-Commerce, die eben alles verändern könnte, nämlich Temu. Stell dir vor, einen Online-Händler, der über 467 Millionen Besucher auf seinem Online-Shop hat und seinen Umsatz von 2023 auf 2024 verdoppelt auf 30 Milliarden US-Dollar pro Jahr. Temu ist einer der aggressivsten und präsentesten Online-Händler aktuell weltweit. Temu hat sehr aggressive Preisstrategie, hat irrsinnig viel Geld für Werbekampagnen, so unter anderem eben der Super Bowl-Spot, der gesponsert wurde, der ja bekanntlich sehr teuer ist, und sind einer der größten Online-Marketing-Spender 2024. Also Temu ist auf dem besten Weg, den Markt zu dominieren. Doch das hat erhebliche Folgen, nämlich für kleine und mittelständische Händler. Wenn du ein lokaler Online-Händler bist, dann ist jetzt die Zeit, dieses Video anzuschauen, etwas zu tun. Weil Temu wird an euren Margen nagen, es wird Marktanteile kosten und am Ende des Tages wird der ein oder andere Online-Händler leider zusperren müssen. Aber in diesem Video skizziere ich dir so ein paar Ideen, was du tun kannst, ganz konkret, damit du dich hier idealerweise vorbereitest. Aber schauen wir uns mal an, was hier hinter Temu steckt. Also wir haben schon viel gehört von Umsatzzahlen und so weiter. Temu hat alleine 2024 4,3 Milliarden US-Dollar an Werbebudget investiert und ist somit ja einer der größten Online-Marketing-Spender. Ich habe sie auch sehr oft mitbekommen, YouTube-Kooperationen, Meta, YouTube-Werbung, überall sieht man dieses orangene Logo. Temu ist eine Tochtergesellschaft von der PDD Holdings Included, einem chinesischen E-Commerce-Giganten, der eine Plattform auch betreibt namens Pinduoduo. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Die Mission von Temu ist super interessant. Sie wollen nämlich weltweit eine Palette von Produkten extrem niedrigpreisig anbieten und so direkt den Produzenten mit dem Endkunden verbinden, ohne auf Zwischenhändler zurückgreifen zu müssen. Dazu müssen wir verstehen, wie E-Commerce oder dieser Online-Handel bis dato funktioniert hat in den meisten Fällen. Ich als Händler suche mir einen Produzenten, kaufe das Produkt ein, entweder auf Lager und kaufe gleich 1000 Stück oder per Dropshipping-Prinzip, setze dann meinen Online-Shop auf, mache mein Marketing und ganz viel oder habe vielleicht schon eine Struktur, wo ich verkaufen kann und verkaufe es. Also hier ein Beispiel, wie es in der Realität aussieht. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Diese Massagepistole, die kostet beim Mediamarkt 89 Euro brutto. So, auf Temu gibt es die gleiche Massagepistole zwischen 10 und 20 Euro oder auf AliExpress, das kennen vielleicht einige von euch, um 16,92 Euro. Der Hersteller inseriert jetzt auf Temu seine Produkte und kann direkt an den Endkunden verkaufen und überspringt eben Großhändler oder Händler. Dadurch natürlich, wie man auch bei der Massagepistole sieht, kann man natürlich gute Marge auch als Hersteller produzieren. Aber der Endkunde hat natürlich einen sehr, sehr günstigen Preis. Keine Angst, du erfährst doch Lösungen, wie du hier entgegenwirken kannst. Aber schauen wir uns mal mögliche Auswirkungen von Temu dann an, um den Ernst der Situation irgendwie besser zu verstehen. Also, ich glaube, Preisdruck und diese aggressive Preisstrategie, die Temu auch hat. Temu macht pro Bestellung derzeit Verlust, aber das Thema ist, dass die einfach in einer Aufbauphase sind, finanziell das Polster haben, um das auch lange durchzuhalten, um genug Marktanteil eben zu generieren. Aber natürlich, diese aggressive Preisstrategie könnte Händler natürlich dazu zwingen, relativ rasch die Preise zu senken und somit natürlich deren Margen. Lokale Händler sterben, also da vielleicht kleine Online-Händler, egal ob ein Lokal in einer Stadt oder eben ein Online-Shop, der eben ein wirklich Kleinstunternehmer ist, könnten einfach Marktanteile zu sehr verlieren und dadurch sind hier Existenzen bedroht. Großer Vorwurf ist natürlich Umweltbelastung. Der Artikel muss ja über die ganze Welt versendet werden. Das ist auch derzeit eine große Schwäche von Temu, dass einfach der Versand viele Tage oder Wochen dauert und auch der Rückversand natürlich umwelttechnisch ein Problem ist. Weil, wenn ich mir um 15 Euro eine Massagepistole kaufe und die zurücksende, muss die im Normalfall eben einmal von China hierher und im schlimmsten Fall auch wieder zurück. Fairerweise, Temu hat mittlerweile einen europäischen
europäischen Standort und wird auch europäische Lager haben. Das heißt, um einfach auch dieses Problem zu beheben, hat Thema natürlich ein starkes Interesse. Aber es bleibt Umweltbelastung, auf der einen Seite Transportwege und auf der anderen Seite, wenn ein Produkt sehr günstig ist, dann ist es für uns Menschen einfach leider weniger wert. Und sozusagen dieses, ich kaufe Dinge, ich werfe sie schnell weg, dieses Fast Consuming fördert Temo natürlich enorm. Ja, natürlich. Arbeitsplatzverluste im Land selbst natürlich, wenn Umsätze, ähnlich wie auch bei Amazon der Vorwurf ist, natürlich nicht der Online-Händler oder der Händler, die lokale Wirtschaft, das Geld geflossen bekommt, sondern eben im Ausland in Wahrheit, auch wenn es Europa ist, ist es ihr Land und diese Gewinne werden ja auch transferiert. Natürlich sind dort Arbeitsplätze, aber das Geld wird dann am Ende des Tages woanders ausgegeben. Aber grundlegend ist das Problem, glaube ich, dass es den Endkunden, deren Verkaufsverhalten einfach stark verändert, wie gesagt. Man kriegt Produkte sehr günstig, dieses Gewöhnen daran an günstigen Preisen und vielleicht die Akzeptanz für Qualität mehr zu zahlen, das könnte tatsächlich ins Bröckeln kommen. Schreib mir doch gerne in die Kommentare, was du von Temu hältst und ob du dort schon eingekauft hast oder ob du vielleicht sogar regelmäßig einkaufst. Wir haben die Frage auch auf YouTube bereits in unserer Community gestellt und interessanterweise 65% haben noch nicht auf Temu bestellt. Wir werden sehen, wie lange das so ist. Kommen wir aber natürlich zu den Lösungen, die du jetzt als Online-Händler vor allem machen kannst. Also, kulturell kannst du natürlich als österreichischer Händler oder als deutschsprachiger Händler eher auf die kulturellen Unterschiede in der jeweiligen Region oder in dem jeweiligen Land eingehen. Das wird Temu nie richtig gut, vor allem in den nächsten Jahren, nicht schaffen. Also betone auch so Dinge wie Regionalität, weiß ich nicht, Aktionen, die an Feiertagen geknüpft sind, die eben nur ein Deutschsprachiger kennt. Du kannst in der Werbung darauf hinweisen, dass du mit österreichischen Unternehmen oder mit deutschen Unternehmen kooperierst, die Wertschöpfungskette primär in Europa ist und so weiter und so weiter. Also ein österreichisches Beispiel dazu wäre Servus am Marktplatz. Also hier findest du Produkte von österreichischen Handwerkern, die ganz klar und 100%ig eben aus Österreich stammen. Aber du kannst aber auch regionale Events und Aktionen einfach anwesend sein, auf wichtige Konferenzen, auf Messen, Feuerwehrfest deiner Region und all das. Also das wird ein Temu sehr lange nicht schaffen oder wird natürlich große Hebel in Bewegung setzen. Und auch wie im SEO gibt es immer sehr schlaue Strategien, wie man als kleiner sozusagen auch gegen die Großen ankommt und als Regionalität und Flexibilität natürlich ein Riesenthema. Oder vielleicht sogar kleine Pop-up-Stores, also temporäre Geschäfte, die für ein, zwei Wochen eure Produkte zeigen und so weiter. Nummer zwei ist natürlich Community-Building. Das heißt, du kannst natürlich Partnerschaften mit anderen Händlern machen, mit anderen Gewerken, die natürlich lokal verhaftet sind. So könntest du, wenn du immer eine Bestellung rausschickst, einen Flyer von einem Café bei euch in der Ortschaft, einem anderen Online-Händler dazugeben oder sonstiges. Und dieser Online-Händler macht genau das Gleiche mit dir. Das heißt, genau hier im Verbund zusammenzuarbeiten und sich gegenseitig zu unterstützen, vielleicht sogar gegenseitig die Ware des anderen oder Teile der Ware des anderen zu führen, kann da einfach zum Erfolg führen, wo sich Temu schwerer tun würde natürlich oder auch kein Interesse hat. Aus meiner Sicht, eines der stärksten Argument ist ganz klar guter Kundenservice. Also wirklich guter Kundenservice. Ich bin schwerst überzeugt und ich kenne auch viele Beispiele, wo das auch wirklich zum Erfolg beiträgt. Weil ein Amazon genauso nicht. Größen können nicht einen Spezialisten sozusagen ersetzen. Also ich kann nicht bei Amazon anrufen und sagen, hey, passt dieses blaue Kleid zu diesen braunen Schuhen? Ich habe zwei Kunden im Modebereich, die genau diese Beratung auch virtuell oder online oder per Telefon anbieten, um dir wirklich zu beraten, was passt am besten zu dir. Und ich sehe das in den Chats, wie sehr dann die Kunden danach auch wirklich diese Produkte kaufen und auch bereit sind, Geld zu bezahlen, weil die Beratung gut war. Also für mich absolute Gamechanger. Und aus meiner Sicht total notwendig ist eben außergewöhnlich gut erreichbarer und fachlich guter Support eurer Produkte. Ich gehe auch zum Baumarkt, weil ich wissen möchte, wie man das oder das montiert oder wie ich mit dem Problem am besten umgehen soll. Das Produkt, wette ich, kriege ich 13 Mal günstiger im Internet. Trotzdem gehe ich in den Baumarkt, weil mir dort Menschen helfen und Rat geben, wie ich zu meinem Ziel komme.
Was natürlich funktioniert, ist stark auf dieses Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein hinzuweisen. Wenn du deine Produkte aus Europa beziehst, aus Österreich beziehst, aus Deutschland, vielleicht hier sogar produziert wird, in jedem Bereich kann das ein großer Vorteil sein und kann natürlich Qualität und so weiter erklären. Nämlich auch, wir schaffen Arbeitsplätze, wir arbeiten nur aus den Gründen mit nachhaltigem Material und mit Partnern aus der Region. Aus meiner Sicht, wenn man darauf achtet oder diesen USP ausbauen möchte oder ihn schon hat, auf jeden Fall stark kommunizieren. Ein weiterer großer Vorteil ist natürlich eine Multikanalstrategie, also sprich physischer Geschäfte oder stationäre Geschäfte und Onlinehandel in Kombination, weil es gibt ganz verschiedene Anwendungsgebiete aus meiner Sicht. Beispiel, ich will ein technisches Gerät haben, ich hätte es vielleicht jetzt gerne sehr, sehr rasch, weil ich es brauche oder einfach haben möchte, dann möchte ich natürlich in ein Geschäft gehen, es mir vielleicht online vorher aussuchen, gibt es das dann dort und dann schaue ich eigentlich, wo ist es für mich verfügbar, um es abzuholen. Und natürlich kostet es vielleicht um 10% mehr. Nehme ich dann zum Beispiel in Kauf? Oder wo kann ich physisch hingehen, um meine Erstberatung zu haben, damit ich weiß, okay, ich kann jetzt immer dieses Hundefutter bestellen und das mache ich dann nach online. Das heißt, so die Initialberatung ist dann physisch und online ist sozusagen das Folgegeschäft. Click und Collect Methoden und so weiter etablieren sich ja eben aus diesen Gründen. Wir haben vom Verhältnis her, und das ist das Interessante, in Österreich ca. 80% stationären Handel und nur 20% Onlinehandel. Das ist natürlich bei manchen Branchen viel mehr Onlinehandel als jetzt diese 80-20. Dafür in manchen anderen Bereichen ist fast kein Onlinehandel noch eben vorhanden. Also all das lässt natürlich, wenn vielleicht der stationäre Handel nicht ideal ist, kann man ja Kooperationen mit stationären Handel machen, dass man immer wieder einmal im Monat dort vor Ort ist oder vielleicht ein Pop-Up-Store oder auf Messen und das aktiv kommuniziert, um einfach nahbar zu seinen Käufern oder Verkäufern ist. Also das waren jetzt so einige Ideen, die vielleicht für den einen sehr gut passen, für den anderen auch nicht. Stell dir vor, wie ein Buffet, nimm dir gerne die Idee mit aus diesem Video, die dir am sinnvollsten erscheint. Ich freue mich natürlich auf eure Ideen, was man noch dagegen tun könnte, um sich vor dieser Gefahr zu wappnen. Oder ist es überhaupt keine Gefahr? Dann schreib mir das doch total gerne unten in die Kommentare hinein. Was ich glaube, was jeder Onlineshop braucht, ist das sogenannte Hell Yeah Prinzip. Und wenn du nicht weißt, was das ist, dann empfehle ich dir unser Video dazu anzuschauen, wie auch du zu deinem Hell Yeah Prinzip kommst. Abonniert gerne unseren Kanal, like dieses Video und teilt das Video gerne. Bis bald!